als irgendjemand von den Schriftstellern. Ich glaube, es war der Goethe, hat einmal gesagt oder gesprochen von den Schmerzen in seiner Brust. Also er sagte, die Schmerzen in meiner Brust. Und das ist beim Wetterumschwung auch so. Wenn es dann geregnet hat, fühlt man sich ein bisschen besser. Aber vorher, wenn es so schwül ist, da ist es ganz bedrückend manchmal. Plötzlich hat man da mehrere Alarmsignale. Rettung, Rettungshubschrauber oder Ambulanzen, fahrende, mobile. Da geht es um einen Herzinfarkt, einen Hirnblut und der andere das. Der andere der Versagen der Lungenfunktionalität oder der Atmungsorgane oder Herzversagen, Organversagen. Und dann drüben gleich, wenn man vorüberfährt, ist ein bisschen schaurig immer. Es steht oben in Glanzschrift, schwarz auf weißer, emaillierte Tafel, Palliativzentrum. Das ist immer das. Jeden Tag ein bisschen erinnert an diese Flüchtigkeit des Lebens, des Lebendigen. Und die Damen lassen sich leider nicht einmal innehalten. Für eine Liebe, 30 Sekunden im Leben. Jetzt sind wir alles besser und die machen das. Jetzt habe ich schon so oft gebeten, 35 Jahre, 6 Stunden lang pro Tag, dass mein Freund schon gesagt hat, ja, er fühlt das auch so, aber er denkt auch kaum noch, dass er zur Erfüllung kommt. Und das ist jetzt wirklich wahr, das schaut ein bisschen grob schlechtig aus, wenn ich das sage. Aber die haben darüber gelacht und letztes Mal haben sie sich dann einander noch beleidigt bei dieser Sonnenfeier. Aber vorher hat einer gesagt, das war ernst gemeint, bevor er weggeht, damit er nicht in einen Streit gerät, das auch so rivalisierend wie die anderen manchmal sind, die auch mal einschlagen, was weiß ich, wenn eines älteren Mädchens zu 6 oder zu 12 oder zu 18, er onaniert zuerst, zweimal oder was. Und dann geht er erst raus, damit er irgendwie so Abstand gewinnt, weil er weiß, er hat sowieso keinen Erfolg an diesem Tag. Das ist interessant. Und ich habe dann fluchende Männer, die wirklich 15 Jahre entweder im Ehestreit waren oder überhaupt schon zerbrochen war und nur Alimente zahlen musste oder gar kein Kind, das weggetilgt worden wäre. Die haben gesprochen, es wäre besser, wenn man sich ein Schnitzel oder ein Hühnchen kauft, das kommt billiger. Verstehst du, brauchst keine 70 Cent, 70 Euro für eine Viertelstunde zu zahlen und neben den anderen, die dich vielleicht fotografieren und dann ausnützen oder einen schlechten Ruf belasten oder vielleicht sogar irgendwo später einmal den Ruf kaputt machen können, verstehst du, indem sie dich erpressen oder so aus dem Rotlichtmilieu heraus, dass man sagt, da bleibe ich daheim und kaufe mir ein Hühnchen oder ein Schnitzel und mach's mit dem. Das ist ja keine Tierquälerei oder Tierschande, weil das Fleisch ist tot und das Fleisch ist gesund, da ist kein Hetz drin, nichts, verstehst du? Und das ist wirklich wahr, das sage ich nicht. Die haben stundenlang, auch 8 Stunden, 10 Stunden lang, über 20 Jahre geflucht, nachts. Und das 12. Bier, und da haben das wirklich gemeint, so. Das ist wirklich wahr. Und wenn manchmal die alten Weiber das wieder aufgeschnappt haben, dann haben sie einen Mann über 22 Jahre lang, der auch ein paar Vorstrafen hat, als er geschwächt war, dann als Tierschänder, Tierquäler, wie heißt das, ja, als mit Tieren macht, nachgesagt und den total ausfüllend. Da hat er Gerichtsverhandlungen gehabt, noch und nöcher, furchtbar, bis zum Tod und geschlagen, dass das Hirn herausgespritzt ist, auf öffentlichen Parkplätzen, furchtbar. Also da waren schon mehr als gedemütigt, mehr als in jedem KZ, sowas hat es noch nie gegeben. Und von allen Seiten Atombombendrohungen, verstehst du, von Nordkorea, von Iran, dann wieder Amerika zurück und das. Es geht hin und her wie ein Hüpfball, wie Ping-Pong. Also von Atombombendrohungen, das ist mal schneller. Aber in 5 Jahrzehnten, 30 Sekunden, eine Sexualität, einen Kuss wenigstens, nix. Da muss zahlen 100 Euro, 150. Gestern habe ich wieder gefragt oben bei drei Bordells in Zeltweg, wie viel es dann kostet. Ja, zwischen 70 und 150. Da habe ich gefragt, wie schaut es aus, die Mädchen? Ja, eher älter schon. Also nicht gute Qualität, 30 Jahre oft. Nichts drinnen. Nichts mehr tauglich.